Erstmal hallo an euch alle da draußen, ich bin der Robert. Heute kommt es, wie versprochen, zu der Verlosung von dem Ledertäschchen. Ich habe ja beim letzten Pfeife-Video die Verlosung angekündigt und heute ist es soweit. Ich wiederhole es nochmal für denjenigen, der es warum auch immer nicht mitgekriegt hat. Wir haben hier ein selber gemachtes Täschchen von meiner Freundin, von dem ich extrem begeistert bin. Man kann Tabak, Pfeifutensilien reinmachen, kann das denn zum Beispiel im Sommer in eine Jackentasche stecken und die Pfeife dann in eine andere Tasche. Und auch wenn ich ein Fan von meiner Pfeifentasche bin, dieses Säckchen ist sowas von genial. Selbst wenn ich hier in unserem Gartenhäusle bin, habe ich es oft dabei. Also nicht nur auf Reisen oder so, sondern oft hier sogar, denn ich kann meine Pfeife natürlich dort drin ablegen und sollte sie umfallen, brenne ich mir kein Loch in die Couch, sondern habe dann quasi die Sauerei da drinnen. Das findet meine Frau sehr, sehr gut. Ich unter anderem natürlich auch. Lange Rede, kurzer Sinn. Ist ein Aufbewahrungsbeutel, ein Transportbeutel und eine Ablage, eine saubere Ablagefläche für die Pfeife. Aber jetzt quatsche ich nicht lange rum. Wir gehen in die Wohnung an den Computer und ich werde mit dem Random Picker den Gewinner ziehen. Hans-Walter, herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, du hast annähernd so viel Freude mit diesem Säckchen wie ich mit meinem, weil dann wird es dich über viele, viele Jahre begleiten. Was ich noch anmerken möchte, ist, am Anfang lässt sich es ein bisschen schwerer bedienen, bis, sage ich mal, das Leder die Form angenommen hat. Das ist, wie gesagt, brandneu, komplett unbenutzt. Und wenn du es beim Zuziehen langsam machst und beim Öffnen hier ebenfalls ein bisschen mit Gefühl, dann spielt sich das Ganze ein. Und je nach Pfeife, wenn du es so wie ich auch als Ablageort benutzt, kannst du es dir ein bisschen in Form ziehen. Wie bei aller Ledersache ist dankbar, wenn man es nach einem halben Jahr mal leicht mit dem Fett einreibt. Und dann bin ich überzeugt, dass es dir lange Zeit gute Dienste leisten wird, weil das Mädel nimmt eigentlich nur gutes Material. Ich würde dich bitten, dass du mir innerhalb von 10 Tagen eine E-Mail schreibst mit deiner Postadresse. Ich blende dir jetzt meine E-Mail ein. Das geht an mich persönlich und deine persönliche Daten bleiben in Sicherheit und gewahrt. Ich schicke es dir dann wie versprochen kostenfrei zu. Wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. An alle anderen vielen lieben Dank fürs Reinschauen, fürs Mitmachen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Und in dem Fall sage ich wie immer, denkt dran, ab morgen wird alles besser. Macht's gut. Ciao.